Willkommen beim TK Hardtalk. Heute wieder bei mir Assistant Coach Jenny van Doorn. Wir haben leider im letzten Saisonspiel mit 56-62 gegen Freiburg verloren. Ja, Jenny, es ging eigentlich nur um die goldene Ananas. Die hat Freiburg sich jetzt geschnappt. Ja. Wie ist dein Fazit von dem Spiel? Ja, wir sind eigentlich ganz gut gestartet, beziehungsweise haben das Spiel offen gestalten können, sind auch mit einer 6-Punkte-Führung in die Halbzeitpause gegangen und haben dann in der zweiten Halbzeit gleich mal einen 12-0-Lauf kassiert zum Anfang. Das war im Endeffekt so ein bisschen der Genickbruch. Also Freiburg hat dann die Defense umgestellt, hat wesentlich aggressiver verteidigt, auch eine Pressverteidigung mit einer Zone dann hinten rausgeholt. Und ja, da standen unsere Spielerinnen dann erstmal so ein bisschen wie das Reh vorm Scheinwerferlicht und hatten 3, 4, 24 Sekunden Violations dann in Folge. Das, ja, eindeutiger Bruch in unserem Spiel gewesen und so richtig zurückgekämpft haben wir uns dann nicht mehr. Wir waren dann mit 14 weg und hatten dann gesagt, komm, die letzten 3 Minuten können wir dann auch nochmal Vollgas geben, sind dann wenigstens nochmal ein bisschen rangekommen, also für uns vielleicht doch so ein bisschen positiv aus dem Spiel rausgegangen, dass man sieht, hey, wir haben uns da nochmal rangekämpft, aber wie du schon gesagt hast, im Endeffekt ging es um nichts mehr, Freiburg und der Gegner in den Playoffs stand fest, genauso bei uns auch. Von daher haben, glaube ich, beide Seiten auch viel ausprobiert. Freiburg hat sehr, sehr viel mit den deutschen und jungen Spielern gespielt, die haben natürlich auch nächste Woche noch das Pokal-Final vor. Ja, und wir haben auch ein bisschen ausprobiert. Die Niederlage tut im ersten Moment schon ein bisschen weh, ne? Verlieren möchte man nicht so gern, vor allem zu Hause. Aber ja, im Endeffekt tut es jetzt nicht ganz so sehr weh, weil ja vorher alles feststand. Genau. Du hast es gerade schon angesprochen. Playoff-Gegner steht fest mit Marburg. Nächste Woche ist Pause dank des Top Fours und dann am 31. spielen wir in Marburg. Was plant ihr da? Ja, Marburg hat ja heute noch mal ein bisschen Selbstvertrauen getankt, sehr, sehr hoch gewonnen. Die haben ja dann nächste Woche auch das Top Four und können da ja einen Titel gewinnen, der sehr viel Rückenwind geben kann für die Playoffs. Das ist uns natürlich bewusst, genauso gut kann das auch in die andere Richtung laufen, was wir natürlich keinem wünschen. Wir werden die 2 Wochen nutzen, um hart zu trainieren. Dadurch, dass frei ist, können wir auch noch mal ein paar Spitzen setzen. Wir wollen auch taktisch noch mal ein bisschen ja, ausprobieren bzw. was Neues erarbeiten, damit wir dann einfach bereit sind für die Playoffs. Wir wissen, dass Marburg ein sehr hartes Pflaster ist. Da ist immer voll, die spielen sehr gut vor eigenem Publikum und da muss schon über 40 Minuten an die Leistungsgrenze gegangen werden, damit wir da eine Chance auf den Sieg haben und dann gucken wir, was zu Hause geht. Genau, und wer unterstützen möchte, wir bieten einen Fanbus an nach Marburg am 31.03. Anmelden könnt ihr euch natürlich bei Facebook, schreibt einfach eine Nachricht und dann fahren wir zusammen dorthin. Das Playoff-Heimspiel ist am 3.04. Um 19 Uhr hier in der Birkenstraße. Kommt vorbei. Tschüss.